here today, go tomorrow. Life is far, all your tears and sorrow. Bring it back, and that's a fact. When you be back, make sure you put some thought into it. The game was. Die Alte tickt doch nicht ganz sauber. Da hat noch keiner mit mir geredet, noch nie. Was hast du erwartet? Gott, dass dir einfach das letzte Eklere. Habt ihr doch gesagt, dass ihr nicht auf sowas steht. Ja, aber uns einfach so rauszukicken, das finde ich echt scheiße. Reg dich ab, Sammy. Wir machen eine kleine Spritztour und geben ihr Zeit, sich abzukühlen. Und wenn wir zurück sind, ist die Sache erledigt. Na, wenn du sagst. Du hast gerade unsere Ausfahrt verpasst. Was? Sieht das wie New Orleans aus? Du hast voll gepennt, Alter. Woher soll ich denn das wissen? Du hast ja nichts gesagt. Ich baue mir gerade ein. Ich kann nicht gleichzeitig auf die Karte gucken und einen rollen. Ist doch klar, oder? Wenn du nicht ihr scheiß Eclair weggefressen hättest, wären wir jetzt nicht hier. Wieder mal typisch von dir, mir die Schuld in die Schuhe zu schieben. Yama hat schon lange auf mich abgesehen. Yama? Wovon laberst du eigentlich? Yama, die hat echt ein Ding an der Waffe. Die ist so unentspannt, die kann mit ihrem Arsch Nüsse knacken. Ich sagte, die Alte tickt nicht ganz sauber. Yama, wer soll das sein, verdammt nochmal? Deine Mama. Das klingt wie eine Herde von schwulen, läufigen Kamelen. Wieso hörst du nur so einen Scheiß? Halt die Schnauze. Ich hab dir doch gesagt, ich brauch das, um mich anzutören. Ich will halt ein bisschen Spaß haben auf unserer kleinen Spritztour, Nigger. Du hast einfach keinen Rhythmus im Arsch. Du kannst doch nicht mal Popmusik von einem langsamen Walzer unterscheiden. Ach ja? Und du, zierlicher Quabbel, willst das beurteilen können? Das kannst du glauben. Verfluchter AC-DC-Arschwichser, du. In welchem Jahrhundert lebst du denn überhaupt? Mann, jedenfalls weiß ich, wo und wer ich bin. Nicht um so ein verfickter, dahergelaufener, schwuler Bruder. Du erinnerst mich an diese Poser-Fratze. Wie ist die noch? Ice Cube? Ja. Ice Tea? Was geht, Bruder? Vanille-Eis, das ist es. Ja. Siehst du den? Den kannst du haben, okay? Und dann hast du nachts noch diese lächerliche Sonnenbrille auf der Nase. Was soll denn der Scheiß? Die ist verschrieben. Jetzt fehlt nur noch der Mustang. Aber wir fahren ja den 900er. Aber Saab und Mustang sind ja fast baugleich, oder? Sammy, du kannst sagen, was du willst. Du kannst sogar meine Mutter verarschen, aber nenn mich nie wieder Vanilla-Eis. Bum, 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 tsch. Bum, 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 bum. Das meine ich ernst, du Wichser! Hör zu, wenn du so weitermachst, werfe ich dich sofort raus und fahre alleine zu Mardi Gras. Das kannst du mir glauben. Bum, 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 tsch. Bum, 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 tsch. Eis, Eis, Baby. I've been smoking and drinking and thinking, could it be possible? All this niggas to bubble to rub it could be unstoppable. Nein, Mann, schmeiß das Scheißding endlich aus dem Fenster. Das meine ich ernst. Schmeiß ihn raus. Halt dein verschissenes Maul, Alter, und guck nach vorn. Halt du lieber dein verschissenes Maul, Alter. Mit dem Zeug echt nichts zu tun. Wir haben 30 Gramm von dem Zeug an Bord. Wirf's aus, wir besorgen New Orleans Neues. Alter, red keinen Scheiß und fahr einfach weiter. Mit dem Namen Schatzberg hast du nichts zu befürchten. Ganz genau das meine ich, Sammy. Hast du nichts von den zwei Knackis gehört, die vor ein paar Jahren durch Mississippi gefahren sind und von denen man dann nie wieder was gehört hat? Verdammt, das waren vielleicht bescheuerte Penner, sag ich dir. Die haben kurzen Prozess mit ihnen gemacht und sie haben den Eiern aufgehängt, verstehst du? Die haben es bestimmt auch nicht anders verdient. So ein Scheiß kann nur von dir kommen. War auch nur ein kleiner Scherz, Mann. Leider gibt es nichts Neues über Tyron B. Brown, der aus dem Lexington-Staatsgefängnis geflohen ist. Er befindet sich seit 2 Tagen auf freiem Fuß. Noch haben die Behörden keine heiße Spur. Die Anwohner werden dringend gebeten, ihre Türen abzuschließen und ihre Autos zu sichern. Sheriff, hören Sie mich? Hier ist Weed. Bitte kommen. Ja, was gibt's, Weed? Haggard hier. Ich glaube, wir haben ein Problem, Sheriff. Die Nachbarn von Robert sagen, sie hätten Schüsse gehört. Soll ich die Sache mal checken? Scheiße. Haben Sie was gesagt, Sheriff? Ich sagte Scheiße, Weed. Rufen Sie Verstärkung, ich bin auf dem Weg. My body weight on top, you've been drinking, ain't no stopping you with.
Alter, von der Scheiße kriege ich ja Ohrenbluten. Der Groove ist doch geil, Baby. Ich definiere geil eben etwas anders, Schatzi. And you're not going to buy no sense on me. Me don't smoke all me sense already. And so I... Was zum Teufel war das denn? Was weiß ich denn? Hört es sich nicht gut an. Soll ich nicht besser umdrehen? Nein, war wahrscheinlich nur ein Rehkitz. Mach dir keine Platte. Jetzt mach keine Scherze. Ich glaube, wir haben einen Hund erwischt. Verdammt. Ich glaube, ich fahr zurück. Nein, Mann, ich würde nicht umkehren. Das könnte Riesenärger bedeuten. Stell dir mal vor, es wäre so ein süßer Hund wie Lassie, den wir da über den Haufen gefahren hätten, und das schuldlose Ding verreckt da jämmerlich. Da hätte ich ein verflucht schlechtes Gewissen, das ist ein scheiß Karma. Was, Karma? Du weißt doch nicht mal, wie man das buchstabiert. Danke. War's hier? War's hier, Sammy? Woher soll ich das wissen? Blöder Vollidiot, hilf mir suchen! Nach was denn? Einem Rehkitz? Wo denn? Da, genau da ist es. Scheiße. Riesenscheiße. Gibt's doch nicht. Heilige Scheiße. Was machen wir denn jetzt? Oh, weiß ich doch auch nicht. Ich muss meine Mutter anrufen. Das ist alles andere als ein Rehkitz. Was sollen wir denn jetzt machen? Ich habe einen Mann angefahren. Red keinen Quatsch. Hey, Josh, sieh ihn dir an. Der Mistkerl ist tot. Du bist ein scheiß Mörder. Ich hab ihn verdammt nochmal nicht kommen sehen. Der Typ ist mir einfach vor den Kühler gelaufen, ohne Vorwarnung, einfach so. Und du wolltest noch nicht mal anhalten. Ja, Alter, aber ich bin nicht gefahren. Das glaube ich jetzt nicht, das glaube ich jetzt einfach nicht. Wir haben gerade jemanden umgebracht und sind noch nicht mal in New Orleans angekommen. Verdammt, das riecht nach einer Menge Ärger für uns. Uns? Ja, uns. Für wen denn sonst? Für dich. Ah, so läuft der Hase. Prima. Na, das nenne ich einen Kumpel. Hör zu, Josh. Wir sind in der Karre den Highway runtergefahren und du hast den Kerl auf dem Gewissen, weil du nämlich am Steuer gesessen hast. Klar, Mann? Du bist ein Drecksack. So stellt sich die Situation dar. Krieg dich ein. Hier in der Gegend ist doch sonst weit und breit keiner zu sehen. Ich bin dein einziger Zeuge. Polizei, Hände hoch! Keine Bewegung! Ich sagte keine Bewegung. Und schön die Hände hoch. Okay, Weed. Durchsuchen. Guten Abend, Mädels. Hier rüber, Beine breit. Los! Na, gefällt euch das? Ja, das machen sie gut. Sehr schön. Sind sauber, Sheriff! Das ist gut, Mann. Hey, Jungs, ihr habt doch keine Drogen in der Tasche, oder? Nein. Nein. Sicher? Der Sheriff steht nicht so auf Drogen. Okay, Weed, was haben wir hier Schönes? Nichts Besonderes. Ich glaube, die sind in Ordnung. Das ist gut. Der Tote da ist Tyrone. Rufen Sie die Kollegen an, Sie können die Suche jetzt abbrechen. Okay. Ich will eure Fratzen sehen. Umdrehen, ihr zwei. Zeigt mir eure Ausweise. Kein Problem, Sir. Die können Sie gerne sehen. Hey, ihr zwei seht ja so süß aus, dass ich gleich einen Halbsteifen kriege. Was haben Sie gesagt? Ihr seid ziemlich schnell durch mein Revier gerast. Wo soll's denn hingehen? Nach New Orleans, Sir. Wir sind auf dem Weg zum Mardi Gras. Wenn Sie mich fragen, waren wir aber gar nicht so schnell. Dich hat aber keiner gefragt, Kleiner. Mardi Gras? Wollt ihr zwei Geister beschwören? Ja, Sir. Ich meine, nein, Sir. Sheriff, Sir.
Aha. Noch eine Frage. Hat einer von euch illegale Substanzen oder vielleicht unerlaubte Waffen bei sich? Nein. Nein, Sir. Nein, Sir. Nein, Sir. Es ist nämlich so, Scottsburg. Ich heiße Schatzburg. Schatzburg? Ein deutscher Name? Nein, eigentlich ein irischer. Irisch? Ja, also in meinem Land ist Fahrerflucht illegal. Vor allem, wenn das Opfer tot ist. Ihr könntet also leicht des Mordes angeklagt werden. Hier allerdings handelt es sich bei dem Opfer um einen verurteilten Killer. Vor 6 Monaten hat er eine Frau vergewaltigt und aus dem Wagen geworfen. Noch schlimmer. Der Hurensohn war ein Drogendealer. Was Beschisseneres gibt es nicht. Vor 2 Jahren starb mein Bruder an Drogen. Der Dealer hat ihn Tag ein, Tag aus damit versorgt. Dann hat mein Bruder einen Bus geklaut und die Stadt verlassen. 2 Stunden später hat sich der Bus überschlagen. Er war sofort tot. Die Drogen brachten ihn um. Es war einfach grauenhaft. Oh ja, einfach grauenhaft, Sir. Standen Sie sich sehr nah? Er war mein Bruder, Mann. Ihr zwei scheint ja ganz wohlerzogene Jungs zu sein. Und durch eure Hilfe brauchen wir das Schwein Tyrone nicht länger zu suchen. Ich werde es mal bei einer Verwarnung belassen. Was haben wir denn da, Weed? Drogen. Ich hab dir doch gesagt, wirf das Zeug raus. Hab ich doch gemacht, Mann. Muss ich irgendwie verklemmt haben. Ja, in deiner Tasche, oder wie soll ich das verstehen? Vielleicht hat's auch der Fahrtwind wieder reingepustet. Wieso lügst du denn die ganze Zeit? Hey, hör zu. Hättest du diesen Kerl nicht niedergestreckt, wäre die ganze Scheiße hier überhaupt nicht passiert. Außerdem habe ich dir gesagt, dass du nicht umdrehen sollst. Ein hinterhältiges Schwein bist du, weißt du das? Das sagt ja genau der Richtige. Jungs, ihr habt nicht zufällig noch anderen Stoff, von dem ich wissen sollte? Nein, natürlich nicht. Der Sheriff höchstpersönlich nimmt gerade euren Wagen auseinander. Was hat das zu bedeuten? Glaubt mir, wenn ihr mir sagt, wo es versteckt ist, kann ich dafür sorgen, dass ihr nichts findet. Wirklich? Das macht die Sache wesentlich leichter. Danke vielmals, das wissen wir zu schätzen. Aber wie schon gesagt, wir sagen Nein zu Drogen. Ah ja, das sagen sie alle. Ihr könnt es euch schön gemütlich machen, Mädels. Sieht wirklich sehr einladend aus. Da drin ist doch gar kein Platz für uns. Taschen ausleeren macht schon. Wenn ihr zu lange bleibt, werden sie versuchen, euch unter Mordanklage zu stellen. Das ist ein sehr schöner Ring, mein Bester. Ja, und damit verknüpfe ich viele schöne Erinnerungen. Also wäre es nett, wenn ich ihn wiederkriege. Kriegst du. Vorausgesetzt, ihr kommt hier je wieder raus. Was sollen wir jetzt nur machen? Keine Ahnung. Wir sollten versuchen, nicht unnötig aufzufallen. Und morgen ist die Welt wieder in Ordnung. Den großen, hässlichen Kerl da drüben würde ich schlafen lassen. Der kann sehr unangenehm werden, wenn er sauer ist. Sein Name ist Arschgesicht. Arschgesicht? Ja. Die Kinder in der Schule nannten ihn alle so. Es ist so eine Art Mahnung an alle, die ihm dumm kommen wollen. So viel zum Thema Auffallen. Sammy, ich glaube, ich bin hier irgendwie eingekeilt. Ich weiß jetzt leider auch nicht, was du machen sollst. Kraul ihm doch die Eier oder sowas. Bist du bescheuert? Dann wird er sicher Sex von mir fordern oder sowas. Tja, Alter, dann wird dir wohl nichts anderes übrig bleiben, als ihn vorsichtig zur Seite zu schieben. Sammy, das traue ich mich nicht. Okay, gleich geht's los. Bist du soweit?
ist er nicht niedlich? Ein echtes Weichei. Oh Mann. Danke, dass du es warm gehalten hast, mein Junge. Hau ab. Ja. Ich kann nicht glauben, dass du deinen Arsch auf diese versiffte Schüssel gehängt hast. Was hast du denn? Also ehrlich, das ist voll eklig. So, ihr zwei habt also Tyrone auf dem Gewissen. Wen? Naja, ihr habt ihn doch mit dem Auto erwischt. Naja, eigentlich war es mein Freund, der gefahren ist. Entschuldigung, bitte. Die Rollen sind klar verteilt, Leute. Oh, scheiße, Mann, wir kriegen mächtig Ärger. Haben wir doch schon. Ich muss nötig für große Jungs. Mann, deine Verdauungsprobleme interessieren kein Schwein. Hast du gehört, ich was er zu mir gesagt halten. Hat? Die Scheiße quillt mir schon aus den Ohren raus. Alter, wenn du hier drin scheißt, dann kriegen wir eine ihr Menge... Ihr zwei habt Tyrone überfahren. Wen? Tyrone, du Wichser, und verarsch mich nicht. Genau so ist es. Was habt ihr jetzt vor? Wir werden uns selbstverständlich dafür entschuldigen. Ja, das machen wir. Das wird euch noch leid tun, Jungs. Glaubt mir. Er hatte unsere nächste Lieferung. 200 Gramm vom allerfeinsten Koks. Der Bastard schuldet mir 100 Mäuse. Ja, und er hat meine Freundin gefickt, das Schwein. Eigentlich bin ich ganz froh, dass ihr ihn platt gemacht habt. Hey, wie denkt ihr jetzt darüber? Ihr wisst, was ihr zu erwarten habt? Naja, ehrlich gesagt war es ja unsere Karre, die ihm den Rest gegeben hat. Ja, und ich war der Fahrer. Ja, er ist zwar gefahren, aber ich habe die ganze Zeit neben ihm gesessen und war sozusagen sein menschliches Navi. Also ihr zwei Würmer habt meinen Partner gekillt. Partner? Entschuldigung, aber ich habe das Gefühl, dass es sich hier um ein Riesenmissverständnis handelt. Mr. Arschgesicht, Mr. Arschgesicht, so wollen Sie doch genannt werden. Halt's Maul. Halt deine verdammte Schnauze. Den Mann, den ihr umgelegt habt, war ein Geschäftspartner von mir. Er und ich, wir hatten einen unglaublichen Deal vor. Einen wirklich unglaublich geilen Deal, wisst ihr? Dank euch ist er nun geplatzt. Wie wollt ihr das je wieder gut machen? Wir beide können uns dafür nur entschuldigen. Genau, entschuldigen. Vorfall außerordentlich. Was ist mit meinem Koks? Koks, was meinen Sie denn? Etwa Kokain? Wir haben überhaupt keine Ahnung von sowas. Ihr zwei habt mich eine Menge Kohle gekostet. Und wer mich bescheißt, zahlt dafür. Hast du verstanden? Aber wir sind völlig abgebrannt, wir haben keinen Cent mehr. Ja, Mann, das ist richtig. Wir haben noch nicht mal genug Kohle, um diese Fressmaschine da annähern. Halt's Maul! Ganz ruhig, mein Süßer. Ihr sollt heute alle noch freigelassen werden. Also werdet ihr doch jetzt nicht noch Ärger anfangen, oder? Ihr schuldet mir was. Und du bist der Erste, der bezahlt. Süßer. Okay. Der Sheriff will euch zwei sofort sehen. $15 bis $20? Aber es war doch nur ein kleines Tütchen. Das war das eine. Das andere, dass ihr Kontakt zu einem der berüchtigsten Drogendealer der ganzen Gegend hattet. Kontakt? Wir haben ihn lediglich überfahren. An eurer Stelle, Jungs, würde ich mir eine bessere Ausrede für den Richter einfallen lassen. Den Richter? Sie machen wohl Witze. Über Drogen mache ich keine Witze. Drogen haben meinen Bruder umgebracht. Diese verfluchten Drogen werden noch das gesamte Land ruinieren. Dieser Staat ist eine Jauchegrube. Jeder Idiot zieht sich diese Scheiße rein und ich sitze hier wie ein Arschloch und kann nichts machen. Wir können Ihnen nicht folgen. Die Männer, mit denen ihr letzte Nacht in der Zelle wart, gehören zu den größten Drogenlieferanten der ganzen Gegend. Und sie schrecken auch nicht davor zurück, diese Drogen schon an kleine Kinder zu verteilen, wisst ihr? Und was haben wir beide mit der ganzen Sache zu tun? Sagen Sie es uns. Wenn ich es richtig sehe, steht ihr schon bei Arschgesicht und seiner Gang in der Schuld. Ich sag euch mal was, Jungs. Ihr zwei seid nicht die Ersten, die für diese Leute arbeiten werden. Und ihr werdet mit Sicherheit auch nicht die Letzten sein, wenn ihr nicht mit uns kooperiert. Kooperieren? Ja, du hast es erfasst. Und zwar folgendermaßen. Wir müssen euch beide da reinschleusen. Ihr nutzt eure Beziehungen aus, um ein Bestandteil ihrer täglichen Operationen zu werden. Versteht ihr?
Zwischen uns werden alle Einkäufe und Lieferungen aufgezeichnet. Wir werden alle Transaktionen dokumentieren und wer sie durchführt. Und schon haben wir einen kompletten Programmablauf aller Deals, die Sie gemacht haben. Und dann nehmen wir Sie hoch. Wir? Ja. Wir sollen Ihre Drogenfahnder sein? Stellvertreter. Ihr fungiert als ehrenamtlicher Stellvertreter. Wenn ihr euch weigert, nehmen wir euren Wagen Stück für Stück auseinander und ihr habt keine Chance, eure Schulden bei Arschgesicht zu begleichen. Ach ja, ihr solltet noch etwas wissen, Jungs. Die meisten, die Arschgesicht Geld schuldig blieben, sind tot. Das ist Erpressung. Hören Sie, Sheriff, bei allem Respekt vor Ihnen und Ihrem hochglanzpolierten Stern, wir kennen jetzt einige Leute, von denen Sie gesprochen haben und wir finden, dass... Also das geht auf gar keinen Fall. Wir sind da nicht so für. Lieber werde ich nochmal mit einem Joint erwischt, als diese Leute wiederzusehen. Ich meine, in den meisten Staaten wird man wegen einem kleinen Joint nicht mal verwarnt. Aber mein Staat gehört nicht dazu, Junge. Und in meiner Gegend herrscht Geschwindigkeitsbegrenzung, die absolut keine Toleranz zulässt. Habt ihr das endlich kapiert? Und eure Scheißtüte reicht aus, euch kleine verfluchten Arschlöcher hochzunehmen. Vergessen Sie nicht, dass es dabei immerhin um unsere Zukunft geht. Wann ist unser Prozess? Keine Ahnung. Der Richter hat noch nichts gesagt. Ihr beide steht bis auf Weiteres unter Beobachtung. Und jetzt raus hier. Einen schönen Tag noch. Das sind die beiden Wichser, die meinen Bruder plattgefahren haben. Doch ruhig, Junge. Sie stehen ja kurz vor der Anklage. Da wird ja auch höchste Zeit. Fred, willst du unseren Besucher nicht kontrollieren? Ansonsten hätte ich eine hübsche kleine Einzelzelle für ihn. Also sag mir, ist das dein Bruder Tyrone? Ja. Habt ihr noch irgendwas bei ihm gefunden, wovon ich wissen sollte? Nur ein Haufen Koks, der bei dem Unfall in die Luft geflogen ist. Ist es das, wonach du suchst? Nein, Mann. Hat sonst noch jemand diese Leiche berührt? Nein, nur die Jungs, die ihn angefahren haben. Wo sind die zwei Wichser? Keine Sorge, die werden nicht weit kommen. Ey, Jerome, willst du mich verarschen, Mann? Was, denkst du, ich bin bescheuert? Ja, und wo ist er dann? Der Scheißring flutscht dem Nigger doch nicht einfach vom Finger! Ich hab da schon eine kleine Idee. Ja, ja, du und deine Ideen. Das war meine Rente, du kleiner Hosenscheißer, Motherfucker. Du setzt jetzt sofort deinen dicken Valium-Arsch in Gang. Das ist einfach so passiert. Du fährst ganz gemütlich vor dich hin und plötzlich PANG! Ich dachte vielleicht ein Hund und dann sind wir zurückgefahren und... Er dachte, es wäre ein Rehkitz. Danke. Ein Rehkitz? Ihr beiden Wichser habt gedacht, mein Bruder wäre ein Rehkitz. Nein, hab ich das wirklich gedacht? Halt die Fresse. Also wo ist jetzt mein verfickter Ring? Welcher Ring? Jerones Ring. Wer ist Jerome? Unsere Schwester, Mann. Also da wären, Tyrone, Sharon... Und Jerome, Motherfucker. Also wo ist mein Shit? Wir haben dein Zeug nicht. Würdest du uns kurz mal entschuldigen? Wir müssen nur mal schnell... Wir sind doch gleich wieder da. Mann, ich reiß euch die Nille ab! Der Typ ist doch völlig durchgeknallt. Entspann dich, Josh. Ich weiß genau, wie man mit solchen Kerlen verhandelt. Das weißt du doch. Das Wichtigste ist, keinen Respekt vor denen zu haben. Was ist, setzen wir uns an die Theke? Was glotzt ihr denn? So sind doch keine Promis. Seht zu, dass ihr eure Teller leer kriegt. Habt ihr nicht verstanden, esst? Oh, immer das Kannst du mich einmal freundlich sein? Ist ja wohl meine Sache. Hast ja wieder tolle Laune.
Hallo, ihr Süßen. Was geht ab, hä? Hi. Jungs, was wollt ihr haben? Geht es dir gut? Jungs, was wollt ihr haben? Kein Grund, gleich unfreundlich zu werden. Wir wollen doch erst mal sehen, was ihr alles so Leckeres habt. Also, ich möchte ein Hühnchensteak mit Rühreiern, Brötchen und Soße, Pommes, eine Waffel und ein Schokoladenshake. Und ein Wasser. Ein großes. Was Kleines kriegst du von mir sowieso nicht, Süßer. Worüber lachst du denn so bescheuert? Ich was? Was? Er ist dick und du bist doof. Ja, süß. Wirklich süß. Einen einfachen Cheeseburger ohne Tomaten, bitte. Ach, und ohne Gürkchen. Nicht zu vergessen die Sättigungsbeilage ohne Mayonnaise, Pommes frites rot-weiß und eine kleine Diät-Cola ohne Eis. Du bist ja pingelig. Ja, ich weiß eben, was ich will. Übrigens, ich habe da was für Sie vorbereitet. Das habe ich in der Stadt für Sie besorgt. Eine Sekunde, Baby, das geht gleich los. Nein, Sammy, nein, das ist keine gute Idee. Weißt du, Süßer, sie ist seit 2 Jahren nicht mehr flachgelegt worden. Und was ist mit dir? Probier's doch mal. Hey, Mädels. Guten Morgen, Emma, mein Engel. Hast du auch so gut geschlafen wie ich? Läuft nicht gut, hä? Die Kleine ist sehr anspruchsvoll. Ja, Emma und ich haben schon lange ein sehr gutes Verhältnis. Halt sofort dein scheiß Maul, Weed, oder ich stopfe es dir ein für alle Mal. Danke. Na, ihr Süßen, schon über eure Verhandlung nachgedacht? Nein, das kann man nicht gerade behaupten. Wann soll denn der Prozess jetzt sein? Keine Ahnung. Der Sheriff hat noch nichts gesagt. Der Sheriff? Sowas entscheidet doch der Richter. Der Sheriff ist der Richter. Ist das legal? So eine Scheiße, wir müssen uns einen Anwalt nehmen. Viel Glück. Haggard ist der einzige Anwalt in der Umgebung. Macht die Scherze? Die süße Große? Die steht auf mich, die hole ich mir ins Bett. Ja, die Blonde hat ein echt niedliches Lächeln. Komm schon, vergiss es, Mann. Die Alte ist so cool, die würde dir eher dein Ding abschneiden, als dran zu saugen. Die ist lesbisch garantiert. Glaube ich nicht. Das ist eine Lesbe, kannst du mir ruhig glauben. Sowas rieche ich 500 Meter gegen den Wind. Was denkst du, was jetzt mit uns passiert, ha? Keine Ahnung, Mann. Echt, ich bin nur froh, dass wir nicht mehr in dieser Zelle hocken. Und wir als Drogenfahnder? Na, das lassen wir doch lieber sein, oder? Einfach unglaublich, diese Geschichte. Ich habe noch nie jemanden umgebracht. Da denkst du etwa ich, oder sehe ich vielleicht aus wie so ein beschissener Charles Manson? Denkst du, wir sollten Mama anrufen? Jammer? Vergiss es. Die ist viel zu beschäftigt, um uns beide aus diesem Mist hier herauszuboxen. Das kannst du mir glauben, mein Freund. Aber mir wird die Sache hier langsam wirklich zu heiß. Ja, mir doch auch, okay? Ganz ruhig, Alter. Ich bin genauso gestresst wie du. Na komm, wir gehen da trinken. Was ist mit diesem Jerome, ha? Huh? Scheißegal. Jerome, Melanome, wen interessiert das schon? Ist doch völlig egal. Los, gehen wir. Hast du den Schlüssel? Ja. Say you're gonna change my low-down way. Der Schuppen hier ist echt das Letzte. Außerdem sehen die aus, als wären ihre Eltern Geschwister. Anscheinend trifft sich das ganze Dorf hier. Sieh dir die 2 Kerle mal an. Die gehören jetzt zum Inventar, Süßer. Wie bitte? Hey Mann, da ist sie ja. Wer? Ach, du meinst die Kellnerin? Willst du mich verarschen? Mit der hast du doch nur Ärger. Au! Er hat uns dick und doof genannt. Das ist absolut inakzeptabel. Außerdem haben wir die gerade erst kennengelernt. Hey, halt die Klappe. Ich stehe auf sie. Ich finde sie cool. Lesbisch, ist aber total durchgeknallt. Guck dir die Arschlöcher an, echt ätzend. Ja, aber wenn du dich da einmischst, dann machen sie mit dir genau das Gleiche. Selbst schuld, wenn die sich mit solchen Vollidioten einlässt. Aber vielleicht weiß sie gar nicht das. Weiß sie ganz genau. Mir reicht's, den werde ich zeigen. Na, immer, vielleicht schön Jungs. Hier, das hat doch keinen Sinn. Hey, hey, lass sie los! Verschwinde oder willst du die Nächste sein? Du kleine Schlampe, jetzt zeige ich dir mal, was ein richtiger Mann ist. Hey, hey,
kleine Lady. Was denkst du, was jetzt geschieht, hä? Ganz ruhig, Arschgesicht. Geht's dir gut? Kleiner Kartentrick. Zieh eine Karte, irgendeine. Zieh eine, aber du darfst sie mir nicht zeigen, okay? Steck sie wieder rein. Und jetzt, fertig. Eins, zwei, drei. Ist das deine Karte? Das war ja geil. Ich habe noch mehr davon auf Lager. Soll ich sie euch zeigen? Ich habe einen schönen kleinen Job für dich, Bruder. Ein Job? Dann können wir zum Glück endlich alle Unklarheiten beseitigen. Ich will nur dich. Nur mich? Aber wieso das denn? Morgen um eins am alten Minenschacht. Minenschacht? Welcher Minenschacht denn? Außerhalb der Stadt. Meine Jungs kommen und holen dich ab. Schon okay, Mann. Ich werde da hinkommen, ich schwör's. Ich werde da sein, ich schwör's. Gut. Auf morgen. Also eine Scheiße. Was war denn das eben für eine Nummer? Erzähl ich dir nachher. Lass uns verschwinden. Hey, Schatzberg. Ja? Du bist echt ein Arschloch, weißt du das? Danke. Immer wieder gern. Der hätte dich killen können. Ah ja. Egal. Danke. Ein Rehkitz? Der Motherfucker dachte, Tyrone ist ein Rehkitz? Scheiße, ja. Tyrone war nichts weiter als ein mickriger kleiner Taschendieb, denn... Na, für deinen schwulen Ring hat's aber gereicht. Ja, genau. Dieser blöde Hurenbock zockt mir den Scheißring direkt unter meiner Nase weg. Aber ich sag dir, was ich... Na, sag mal, Alter, hast du noch alle auf der Pfanne, oder was? Was? Bitch, Tyrone ist schon lange tot. Der Ring ist eine Viertelmillion Dollar wert. Dem habe ich einen schwulen Freier abgenommen. Der hat nur so nach Kohle gestunken. Du bleibst, wo du bist. Ich komm rum. Wir sollten versuchen, allerschnellstens von hier zu verschwinden. Ich habe dermaßen die Schnauze voll von dem Kaff. Ja, aber wie? Wir können nicht einfach abhauen. Wieso nicht? Wir sagen, der Wagen wäre uns geklaut worden und wir fahren ab sofort per Anhalter weiter. Jeder von uns hat noch 100 Mäuse in der Tasche. Und wenn sie uns kriegen? Und wenn schon? Wir melden den Wagen als gestohlen und kassieren die Versicherung. Ausschluss, Ende Gelände. Sie werden mich bis DC verfolgen. Und was mache ich dann? Was weiß ich denn? Sag, ein Familienmitglied wird tödlich erkrankt und du müsstest sofort nach Hause. Das glauben die mir nie. Wahrscheinlich werde ich sie dann auch nie wiedersehen. Was? Wen? Wen wiedersehen? Die Kellnerin? Diese kleine, miese Schlampe? Du bist verrückt, die steht nicht auf dich. Mann, fick dich, sie hat mir einen Kuss zugeworfen. Na, großartig, einen Luftkuss vielleicht. Sie ist irgendwie anders als die anderen. Jedenfalls habe ich das Gefühl, sie ist ehrlich. Noch keine Frau war so nett wie Emma. Emma? Ja. Ach Mann, jetzt hör doch mal auf. Was? Wie was? Du willst ernsthaft hier in der Stadt bleiben und dein Leben riskieren? Wofür? Für irgendein Mädel, das nichts von dir will und dir einen Kuss zuwirft, kapier ich nicht. Nein, Mann, das ist es nicht. Was ist es denn dann? Jetzt verstehe ich. Du hast noch nie eine flach gelegt, oder? Ach du Scheiße, Schatzberg. Du bist noch Jungfrau und ich habe nichts davon gewusst. Was ist mit Holly Morrison? Josh? Du hast mir gesagt, ihr hättet im Schuppen gevögelt, bis sich die Balken biegen. Das kann doch alles nicht wahr sein. Selbst sie hat mich in dem Glauben gelassen, dass ihr zwei schön gefickt habt. Was läuft denn hier eigentlich? Ich meine, ich hätte dich ja nie als kleinen Po-Fetischisten eingestuft, aber immerhin könntest du... Ja, natürlich, ich bin schwul, du Wichser. Aber ich hatte auch schon mal ein Mädchen. Wem denn? Naja, Holly hätte mir fast einen geblasen. Holly hat ihr fast einen geblasen? Wie denn? Mit einem Staubsauger oder hat sie etwa ihre Hände benutzt? Ja, sie hat ihre Hände benutzt, aber sie hätte gern geblasen. Geblasen hätte sie gern? Hey, das hört sich ganz danach an, als hätte sie dir nur einen geschrubbt. Hat sie wenigstens ihre Lippen dran gehabt? Nein, hat sie nicht. Hat sie nicht? Wie alt bist du? 22 und sie hat dir nur einen gewichst.
Das ist echt bitter, Schatzberg. Wir müssen reden. Man kriegt dich ein. Was? Ich hab doch recht, der Kleine ist immer noch eine Jungfrau. Und wenn schon. Für mich soll das erste Mal was ganz Besonderes sein, nicht so wie bei dir, der alles fickt, was sich bewegt. Was Besonderes, das ist cool. Hab ich mir beim ersten Mal auch gedacht. Die Alte hat meine Kohle eingesackt und gesagt, ich soll verschwinden. Den Schlüssel und lad sie auf. Geht klar. Bring das zum Wagen. Wir hauen ab. Okay. Was ist, Fetzer? Gestolpert? Nein. Was dann? Willst du dich etwa mit mir anlegen oder was? Nein. Du hast deine Zigaretten fallen lassen. Was? Was macht der denn hier? Er springt für Tyrone auf. Jetzt hört schon auf! Weißt du, dass der Sheriff die zwei gestern anheuern wollte? Was? Ja. Sie sollten als seine Drogenfahnder agieren. Süßen wollten also unter die Bullen gehen. Hab ich recht, hä? Aber wir haben Nein gesagt, Mann. Wir sagten ihm, wir hätten mehr Angst vor ihm, als davor hochgenommen zu werden. Fragen Sie ihn. Er war dabei. Hör zu, Elefantenjunge! Wenn ihr mir in die Quere kommt, reiße ich euch die Eier ab. Hast du verstanden? Ja. Fahrer, worauf wartest du? Beweg deinen Arsch. Alles klar? Lass uns gehen. Ich krieg dich noch. Hallo. Morgen. Ist mein Freund vielleicht hier aufgetaucht? Nein, den hätte ich bestimmt nicht übersehen. Scheiße. Ich gebe dir jetzt mal einen guten Rat. Halt dich von Arschgesicht und seinen Jungs fern. Was weißt du über den? Naja, Emma hat mir gesagt, dass dein Freund Josh heute für ihn arbeitet. Ja, und? Ich erzähl dir meine Geschichte über Arschgesicht und seine Gang. Vor etwa 2 Jahren war Emma mit ihrem Freund Roy auf dem Weg nach New York City. Unterwegs hatten sie eine Panne. Und kein Geld, den Wagen reparieren zu lassen. Arschgesicht half ihnen. Und damit standen sie in seiner Schuld. Roy fing an, für ihn Besorgung zu machen und Drogen zu verticken, bis er eines Tages nicht mehr wiederkam, der gute Roy. Was ist denn mit ihm passiert? Er wurde tot am Straßenrand aufgefunden und danach wurde nie wieder drüber geredet. Emma versucht seitdem, die Schulden abzubezahlen. Und der Sheriff, was hat er unternommen? Sheriff Haggard? Genau der. Der gute alte Haggard ist doch total durch den Wind. Er denkt tatsächlich, die Drogen hätten seinen Bruder umgebracht und nicht der Bus. Und was ist mit dir? Wie lange bist du schon hier? Zu lange. Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Das ist ja furchterregend. Ich gebe euch einen guten Rat. Packt eure Sachen und haut ab. Hm?
Sag mal, wieso spiele ich hier den bescheuerten Kurier? Einer von uns muss diesen Scheißjob doch machen, Dickerchen. Wieso ist das ein Scheißjob, Kollege? Wenn du Scheiße baust, bist du wieder ganz unten. Wenn du abgeknallt wirst, kümmert das keine Sau. Komm entweder mit dem Stoff zurück oder mit einem Haufen Scheinchen. Aber nie ohne beides. Und, haben sie dich in deinem Leben schon mal hochgenommen? Na klar. Was hast du getan? Kann mich nicht mehr genau erinnern. Muss irgendwas Blödes angestellt haben. Mord? Nein, nein. Sowas läuft einfach nicht. Vergewaltigung? Nein, das auch nicht. Zu den Schwerstkriminellen gehörst du offensichtlich nicht. Hey, vielen Dank für die Blumen, Dickerchen. Ich wollte dich nur etwas aufmuntern. Danke, das weiß ich zu schätzen. Hör zu, Junge. Du gibst dem Typ das Paket, nimmst den scheiß Umschlag, hältst das Maul und verpiss dich. Hast du verstanden? Verstanden. Ich mein's ernst. Halt einfach dein Maul und verpiss dich. Okay? Ja. Ihm geht's sicher gut. Meinst du wirklich? Natürlich. Soweit ich weiß, ist auf der ersten Tour noch niemand verschwunden. Ja, aber da kennst du Josh leider nicht so gut, wie ich das tue. Der bricht nämlich jeden Rekord. Wir sehen uns noch, okay? Ja. Grüß Josh, wenn du ihn wieder siehst. Ach, naja, nicht, dass ich mich da irgendwie einmischen will, aber ich glaube nicht, dass Josh den Arsch in der Hose hat, es dir selbst zu sagen, Emma. Naja, ich meine, er kann nicht ganz gut leiden. Frag mich bitte nicht, wieso. Immerhin hast du ihm ja ein Küsschen zugeworfen. Du hast ihm damit zwar nicht versprochen, mit ihm zu schlafen, aber er macht sich da doch eine gewisse Art von Hoffnung. Raus. Du solltest vielleicht wissen, dass er noch sehr unerfahren ist. Ich dachte, raus hier! Er ist noch Jungfrau. Raus! Sag ihm nicht, dass du es von mir hast. Hey, was ist gelaufen, Amigo? Nicht das Meister und bei dir? Auch nichts. Nichts. Was muss da passiert sein? Nichts? Das ist ja so gut wie gar nichts, Kumpel. Hahaha. Euch kleinen Fickern wird das Lachen schon vergehen, wenn sie eure Klappstuhlkörper mit Kreide auf der Straße nachgemalt haben. Was ist los? Wo ist mein verfickter Ring, Mann? Wir wissen gar nicht, wovon du... Mach den Kopf zu, Junge. Einen Moment mal. Es tut uns ja leid, dass wir deinen Bruder über den Haufen gefahren haben, aber es war ein Unfall und keine Absicht. Der Verlust ist sicher sehr schmerzhaft. Glaub mir, ich kann das sehr gut nachfühlen. Als mein Hamster gestorben ist, ist mir das auch verflucht an die Nieren gegangen. Das wird schon Ey, wieder... Fick deinen Hamster und fick meinen Bruder. Ich will meinen scheiß verfickten Ring. War das ein goldener Ring mit einem Rubin in der Mitte? Ja, du Ficker, wo ist er? Der Sheriff hat ihn. Er hat alles, was wir dabei hatten. Wir sollen es morgen oder übermorgen wiederkriegen. Ah, ist das so? Jetzt hör mir mal zu. Ich hab meinen Ring wieder bis morgen. Oder ich nehm deinen Arsch und deinen Arsch und spieß sie auf so einen scheiß Pfahl. Hey, willst du was essen oder hier nur rumlabern? Bitch, mach den Kopf zu und mach mir einen verkackten Cheeseburger, Mann. Raus aus meinem Laden. Bring mir meinen Ring zurück. Hm. Ich glaub's ja nicht. Jetzt hat doch einer nach Waffe. Willst du was essen? Ja, ich verhungere fast. Willst du einen Cheeseburger? Oh ja, gern. Was ist los? Hast du ihr was erzählt über mich oder was? Nee, wieso denn? Weil sie plötzlich so nett ist, das passt gar nicht zu ihr. Vielleicht steht sie auf dich. Gestern ist sie wie eine frustrierte Zicke auf mich losgegangen und hat nur Hi gesagt. Und heute bietet sie mir was zu essen an. Was ist hier los? Versuch's rauszukriegen. Du musst wissen, dass die Frauen nie etwas ohne einen triftigen Grund tun. Diese Erkenntnis ist nicht neu, das wussten schon die alten Griechen lange bevor Amerika überhaupt entdeckt wurde, verstehst du? Wovon redest du überhaupt? Hier dein Burger. Danke. Ich hau ab. Wir sehen uns dann auf dem Zimmer. Bis dann. Sieht richtig lecker aus. Ja. Was kann man hier in der Gegend denn abends so anstellen? Keine Ahnung. Gar nichts. Gar nichts? Nichts. Es muss doch irgendwas geben. Was stellst du dir denn so vor? Ja, was unternehmen? Du willst mit mir ausgehen? Dazu müsstest du mich allerdings zu Hause abholen. Und zwar pünktlich, mein Süßer. Denn glaub mir, wenn du dich verspätest, kannst du es sofort vergessen. Wie wär's mit 7:30? Klingt gut. Na dann erzähl mal. Habt ihr einen schönen Deal durchgezogen oder was?
Nein, Mann, nur rumgehangen. Und? Und was? Sonst war nichts. Na, was habt ihr denn 5 Stunden lang gemacht? Euch gegenseitig in der Nudel gespielt, oder was? Nein, Mann. Wie gesagt, wir sind in ein anderes Kaff gefahren, Gang einige Lieferung gemacht und das war's. Keine große Sache. Keine große Sache. Rede ich jetzt hier etwa mit dem Gangsterboss? Man könnte ja fast glauben, diese Typen wären deine Freunde. Ist doch so. Der Pfarrer ist cool. Ich mag den echt. Den magst du echt. Nach einem Tag. Der ist nur nett, weil er dich braucht, Mann. Du bist doch nur neidisch, weil sie mich genommen haben und nicht dich. Du bist doch echt total bescheuert. Glaubst du etwa, ich hab Angst vor dir? Du Gartenzwerg. Verschwinde einfach aus meinem Dunstkreis, du Fettsack. Okay, ich verschwinde. Schönen Abend noch. Klopp dir ein. Ja, das wünsche ich dir auch, du dicke Sau. Dann grüß mir dein Date. Ich hab einen absolut perfekten, äußerst glücklichen, sehr gesunden. Ich habe einen... Körper. Oh Gott, ich hasse dich. Und ich verfluche dich. Roy, warum hast du mir das angetan? Ah, der ist da! Hey, ich bin's. Scheiße, komm rein. Du hast mich ganz schön erschreckt. Hast du etwa Besuch? Oh. Oh nein. Das war nur so eine blöde Übung aus einem dieser Bücher, die dir helfen sollen, dich besser zu verstehen und mehr aus dir zu machen. Aber frag nicht, wie es funktioniert, denn ich habe selbst nicht richtig geschnallt. Cool. Und wer ist Roy? Verdammt. Wie lange hast du da draußen gestanden? Ein Typ, den ich kannte. Was ist mit ihm passiert? Nur Arschgesicht und Tyrone wissen das. Umdrehen. Du sollst dich umdrehen. Er hat ihn tätowiert, als er geschlafen hat. Der war ja total verrückt. Naja, ehrlich gesagt, glaube ich... Er hatte noch ganz andere Sachen mit ihm vor. Wenn ich du wäre, würde ich bei der erstbesten Gelegenheit verschwinden. Denkst du, ich mach Witze? Hey Junge, ich mein's ernst. Du hast nur eine einzige Chance, diese Stadt zu verlassen. Nur wenn du mitkommst, wohin soll's gehen? Nach New York. Warum willst du nach New York? Ja. Ich war noch nie in einer Großstadt, weißt du? Ich will Malerin werden. Naja, wenn es nach mir geht, dann können wir dich mitnehmen. Natürlich nur, wenn du willst. Verstehst du? Weißt du, was ich meine? Danke. Aber Arschgesicht würde mich finden und umbringen lassen, also wird aus der Sache leider nichts. Hey, ihr Turteltäubchen. Der Boss fragt, ob ihr 2 zur Feier des Tages vielleicht einen Drink mit ihm nehmen wollt. Er war sehr zufrieden mit deiner Arbeit heute. Wirklich? Das ist ja super. Meinst du, wir sollen mit den Jungs da drüben einen kleinen zwitschern? Du hast mich wohl nicht verstanden. Wieso sagst du das? Immerhin sind diese Jungs am Pool meine Freunde. Freunde? Der Boss dieses Mannes ist ein Mörder, ein Vergewaltiger und ein Drogendealer, Josh. Wenn du nur ein bisschen Grips hättest, dann würdest du so schnell wie möglich verschwinden. Wenn ihr mich sucht, ich bin drüben am Billardtisch, okay? Emma, das dauert doch nur eine einzige kleine Sekunde. Ich möchte mit meinen neuen Kollegen doch nur ein Bierchen trinken. Wie du willst. Aber erwarte bloß nicht, dass ich noch hier bin, wenn du wiederkommst. Vollidiot. Ist ja gut. Ich komme ja schon. Schon unterwegs. Hallo, Schwulibert. Ich bin nicht Schwulibert, das ist mein Kumpel. Seid ihr nicht etwas zu früh dran? Ihr wolltet doch eigentlich erst morgen... Ach, dachtest du? Aber ich hab ein bisschen Angst, dass ihr kleinen Wichser auf die Idee kommt, abzuhauen. Und deswegen hole ich mir eine kleine Versicherung von euch zwei. Nein, bitte nicht.
Nur keine Versicherung. Ich weiß echt nicht, ob der Sheriff mir meine Sachen pünktlich zurückgibt. Was? Ich versprech's. Sobald ich es hab, werde ich's euch geben, versprochen. Das hoffe ich für dich, du kleiner Popikser. Weil wenn hier einer versucht abzuhauen, dann komme ich mit dem Rasiermesser vorbei und schneide eure kleinen Schulettenärsche in mundgerechte Häppchen. Ja. Abflug, Schwester. Oh, richtig gut, Mann. Das liegt an dem geilen Shit, Nigger. Hier. Was? Ich sagte, das liegt an dem geilen Shit, Mann. Nein, nein, wie hast du mich gerade genannt? Ach, vergiss es einfach. Ich vergesse gar nichts. Sag mal, bist du verrückt geworden? Nein, Bruder, ich bin nur richtig high, das ist alles. Was ist dein Problem? Du bist nicht schwarz, also nenn mich nicht Nigger, Bleichgesicht. Bist du bescheuert? Ich weiß schon, was ich sage. Ich weiß, was geht. Ach ja, weißt du das? Ach, stress mich doch jetzt nicht. Ich stresse dich so viel ich will. Du bist nicht schwarz. Du weißt nicht, wie es ist, so zu sein. Du wirst nicht jeden Tag wegen deiner Hautfarbe erniedrigt. Ich war der einzige Dicke auf meiner Schule. Das ist doch nicht das Gleiche. Das ist was ganz anderes, Mann. Ich kann es einfach nicht mehr hören, wenn die Leute mich Nigger nennen. Wenn ich dir einen guten Rat geben darf. Sei ganz einfach du selbst. Hör auf, dir vorzumachen, ein Schwarzer zu sein. Tut mir leid, ich hab's wirklich nicht so gemeint. Das war bescheuert, das sehe ich ein. Du wusstest es nicht anders, hä? Und wieso hast du keine Frau, Alter? Wahrscheinlich noch nicht der richtigen begegnet. Ja, da war mal eine, ihr Name war Mimi. Eine große, wunderhübsche Blondine. Titten wie Melonen. Sie kochte wie Bocuse, sag ich dir. Also eine echte Traumfrau. Aber sie mochte meinen Job nicht und ist abgehauen. War der größte Fehler, den ich in meinem Leben gemacht habe. Aber es ist doch nie zu spät, oder? Doch, in dem Fall schon. Ist jetzt 2 Jahre her. Ich hau ab. Willst du nochmal ziehen? Nein, danke. Okay, wir sehen uns morgen früh. Na, Fahrer? Ich muss dir noch was sagen. Um was denn? Ich bin ab jetzt aus dem Kurierscheiß raus. Die Kleine. Also, die akzeptiert das einfach nicht. Es ist nicht so, dass ich es nicht will, aber es zerstört unsere Beziehung, verstehst du? Ja, ich verstehe. Aber Arschgesicht hat eine Regel. Einmal Kurier, immer Kurier. Ja, aber ich bin verliebt. Kannst du ihm das bitte ausrichten? Scheiße. Gut, ich sag's ihm. Du kleiner Rassistenwichser. Danke, Mann. Ich werde noch mal vorbeikommen, okay? Bevor ich weg bin. Ja, Mann. Jederzeit. Mach's gut. Hau rein. Wer ist da? Wer ist da? Emma, ich bin's, Josh. Was will der denn hier? Es ist 2 Uhr morgens, verflixt. Was willst du? Kann ich rein, bitte? Nein! Oh. Sieh dich mal an, Josh. Du bist ja total besoffen. Ruf mich an, wenn du wieder nüchtern bist. Und jetzt raus hier, verschwinde. Scheiße, au, au. Was ist? Oh. Okay, komm rein. Aber wenn du auf irgendwelche dummen Gedanken kommst, kastriere ich dich. Komm schon. Nicht übel. Tatsächlich? Ja. Ich habe schon schlimmere Ärsche gesehen. Das glaube ich. Ah. Ah. Au. Das wird ganz schön zecken, wenn du dich das nächste Mal hinsetzt.
Als ich klein war, bin ich mal in eine Scherbe getreten. Oh. Also, es tut mir echt leid, was gestern Nacht passiert ist. Das war echt scheiße. Einfach bescheuert. Weiß nicht, was in mich gefahren ist. Kannst du mir möglicherweise irgendwann verzeihen, irgendwann? Möglicherweise. Au! Die Jungs wissen jetzt, dass ich nicht mehr weiter für sie fahren werde. Du hast Aschgesicht gesagt, dass du aufhörst? Fast. Der Fahrer soll es ihm von mir ausrichten. Das ist ja großartig. Du wirst noch von ihnen hören. Eine ihrer Regeln lautet, einmal Fahrer, immer Fahrer. Hat Roy jedenfalls gesagt. Keine Sorge, Mami, ich kenne die Regeln. Ach ja, wie sind denn die Regeln? Wer nicht mitmacht, geht drauf. T.J. Was? Tötet Josh, ja. Oh, wow, du scheinst ja ein richtiger Fachmann zu sein. Schön liegen bleiben. Ich zieh mir nur schnell was an. Du kannst natürlich auch rüber ins Bett gehen, aber lass mir ein bisschen Platz, okay? Du bist ja wach? Ja. Guten Morgen. Guten Morgen. Dreh dich um und lass mal sehen. Hä? Ich will den Verband wechseln, bevor ich arbeiten gehe. Nein, ist schon okay. Der hält noch. Der ist noch in Ordnung. Jetzt stell dich nicht so an. Du bist ja schlimmer als ein kleines Baby, Josh. Oder wünschen der Herr eine andere Krankenschwester? Haha, sehr witzig. Also, tut mir wirklich leid, was gestern Nacht passiert ist. Ich war ein Idiot. Schon okay. Du warst auch ganz süß. Besonders dein Arsch. Jetzt beweg dich und lass mich den Verband wechseln. Okay, geht los. Ich muss nur die Wunde etwas sauber machen. Entschuldigung. Und dann... So. Das war's schon. Fertig. Danke sehr. Bitte sehr. Ich muss los. Denn sonst komme ich zu spät. Aber du kannst gerne hierbleiben, wenn du möchtest. Bin am frühen Nachmittag wieder hier. Okay. Was soll das denn? Tut mir leid. Noch mal. Entschuldige. Du bescheuertes Arschloch. Ich schlag dich in den Weich. Tut mir wirklich leid. Ich entschuldige mich in aller Form. Es tut mir leid. Das Arschloch schuldet mir noch eine ganze Lieferung. Niemand verlässt die Stadt, wenn er mir noch was schuldig ist. Kapiert? Ja, logisch, logisch. Wach auf, Mr. Universum! Also, du nimmst Creep mit und in einer Stunde will ich ihn hier wiedersehen. Du verstehst das doch. Ja. Wichser. Sheriff! Fred Grandy ist am Telefon! Weed! Schwing deinen verdammten Arsch aus meinem Büro! Ja, Fred?
Nein, nein, auf keinen Fall. Ja, ja, ich weiß. Ja, ist gut. Wir treffen uns. Wer ist Beat? Da? Sag den Jungs Bescheid. Guten Morgen, meine Süßen. Wo warst du gestern Nacht? Wie ist sein Name? Es ist doch nicht etwa dieser fiese Barkeeper. Oh nein, wie kommst du denn darauf? Was ist das denn? Hast du dich geklemmt, Emmerlein? Später. Später? Kundschaft. Na gut. Oh, toll. Guten Morgen, Sammy. Hi. Danke für den Tipp. Kein Problem. Hallöchen. Guten Morgen, Emma. Ich sagte guten Morgen, Emma. Oh, hi, Wheat. Ein Kaffee? Ja, bitte. Und wenn möglich, ein Stück von deinem Schlüpfer. Du bist ekelhaft, Wheat. Sie sollten dir die Eier abschneiden. Und dein Schwänzchen dazu. Der Sheriff hat gesagt, ich soll den Jungs ausrichten. Sie können ihren Wagen wieder haben. Sie sind frei. Entschuldigung, dass es so viel Chaos gab. Danke nochmal. Hallo zusammen. Hallo, Schatzi. Ist jemand gestorben oder was? Ja, Wheat hat gesagt, in eurer Karre sei nichts gefunden worden. Ihr könnt also losfahren, wenn ihr wollt. Schlechter. Aha. Sind Sie sicher, dass Sie nichts gefunden haben? Ich meine, nichts, was uns mit den Drogenhändlern in Verbindung bringt? Ich kann ja gern noch mal nachschauen. Das heißt ja nicht, dass wir sofort verschwinden. Ich meine, unser Urlaub ist ja erst in einer Woche vorbei. Wir könnten doch die letzten paar Tage hier verbringen. Ich hatte gehofft, dass wir noch ein bisschen zusammen sein könnten. Mit mir scheint es dir richtig gut gefallen zu haben. Ja, dir etwa nicht? Ihr seid doch schon so gut wie weg, also auf Wiedersehen. Ja, aber... Aber was? Hast du dich etwa in mich verknallt? Ach. Ja. Du bist verrückt, weißt du das? Treib's einmal mit mir auf so einem Scheißrücksitz und denk, er sei in mich verknallt. Es war kein beschissener Rücksitz. Es war in deinem Bett und zwar zweimal vor einer Stunde. Wo ist der Unterschied? Wieso tust du das? Du hast eine Chance, diese Stadt zu verlassen, also nutze sie und hau ab! Ich kann nicht glauben, dass du mir sowas antust, Emma. Ich habe mich in dich verliebt. Dein Pech. Echt toll. Hast du wirklich gut hingekriegt. Das ist einfach unglaublich. Hey, Amigo, hier ist es. Dass wir zusammen sind, ist echt Schicksal. Arschgesicht will mit euch sprechen, bevor ihr zwei hier verschwunden seid. Wir wollten uns vorher sowieso noch von ihm verabschieden, bevor wir hier abhauen. Definitiv. Was zum Teufel geht es Ihnen an, was wir tun? Hey, Josh, hier hält da jemand eine Waffe an die Schläfe. Du schuldest ihm eine ganze Lieferung. Arschgesicht wäre nicht begeistert, wenn ihr euren Plan ändern würdet. Vorher haut ihr zwei nicht ab. Ihr kommt jetzt mit mir. Also, Ihr solltet euch wirklich nicht allzu viel Zeit lassen. Arschgesicht hat Emma entführt. Sie sind erst vor ein paar Minuten losgefahren. Und ihr sollt eure Schulden begleichen. Du kleiner Pisser, gehst nirgendwo hin, bevor ich meinen Ring wieder hab, Michelin-Männchen! Huh? Hast du das verstanden, Michelin-Männchen? Huh? Hier, euer privater Krempel. Haben Sie verbindlichsten Dank, Sheriff. Ja, wir sollten dann auch langsam los. Es ist ja schon sehr spät. Wir wollen ja auch nicht in den Feierabendverkehr geraten. Das ist ein wertvolles Stück. Woher hast du das? Ich sag mal so. Er hat es von dem rechtmäßigen Eigentümer. Schnauze, ihr kleinen Stricher! Tyrone hat mir das gute Stück vor 1000 Jahren abgenommen! Sie werden mich dafür hassen, aber ich nehme den mal. Und jetzt verschwinden wir. Ach, los!
Halt's mal, du kleine Nutte. Lass mich los, ihr Verdammten! Je rumzappelst, desto schlimmer wird es. So, jetzt sehen wir ein bisschen Spaß haben. Lass sie in Ruhe, ihr Dreckskerle. Was hast du denn damit zu tun? Und wo ist dein Problem, Mann? Hey, ganz cool bleiben, ja? Arschgesicht will uns sprechen. Komm schon, Alter. Wir sollten lieber die Sondereinheit rufen. Fark hat eine Sondereinheit, hm? Nein. Das ist gut. Komm, gehen wir. Wow. Schon wieder falsch, Amigo. Ich denke, für heute war das genug. Ich werde hier bleiben und Stella beschützen. Willst du mich verarschen? Was ist, wenn die Schweine sich an Emma vergehen? Naja, immerhin ist die keine Jungfrau mehr. Du fiese Schwein, ich sollte dir die Fresse polieren! Au! Das war wirklich nicht sehr nett, Sammy. Entschuldigung, es tut mir wirklich leid. Es ist sein Mädchen und nicht meins. Aber lohnt es sich wirklich dafür, sein Leben aufs Spiel zu setzen? Außerdem wäre ich nur im Weg, also lasst uns hier einfach gemütlich im Auto warten. Also ich glaube das jetzt nicht. Ist mir doch völlig egal, was du glaubst. Übrigens hast du den Ring, das ist ein fairer Tausch. Also los, beweg dich. Warum habe ich dir wohl Handschellen angelegt? Bist du immer noch nicht weg? Du bist ja schwer eingerostet, du Penner! Schnauze, Schwester, die einzigen Jobs, die du noch durchziehst, sind mit dem Maul. Ey, nicht frech werden, Bruderherz. Beweg deinen Arsch in die Ecke und lass mich das machen. Ich brauch dafür 3 Sekunden. Voila. Das war ja sehr beeindruckend. Fast schon wie ein Profi. Ciao, Motherfucker. Ihr seid verhaftet! Redest du mit mir? Redest du mit mir? Scheiße. Hey. Du hast was verloren. Scheiße, Sammy, du hast mich erschreckt. Danke. Was willst du hier? Ich weiß nicht. Ich habe mir irgendwie Sorgen um dich gemacht. Wirklich? Danke. Wieso hast du dich denn gesorgt? Ach, komm schon. Das ist doch alles viel zu viel für dich allein. Und ich dachte mir, so ein bisschen Teamarbeit kann nicht schaden. Ich muss dir jetzt eine Kleinigkeit gestehen. Ich scheiß mir vor Angst gleich in die Hosen. Geht mir ganz genauso, Amigo. Was ich dir immer schon mal sagen wollte, Sammy. Du bist der beste Freund, den ich je hatte. Ich liebe dich. Ist ja schon gut. Ich liebe dich, mein Alter. Nicht. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Wo ist Stella? Im Wagen. Das hält? Dich? Wahrscheinlich nicht. Danke. Aber wir haben leider keine andere Wahl. Wir müssen die Mädels retten. Na komm schon. Komm hier. Wo ist er, dein Superfreund? Lass mich in Ruhe! Wo ist er? Wo zum Teufel hast du die her? Das geht dich ein Scheißdreck an. Du hast ihn getötet, du Hurensohn. Ja, er hat dich beklaut. Tu nicht so, als wüsstest du das nicht. Wir haben ihn erwischt, als er mit dem Bus und 2 Kilo Koks in Richtung Norden wollte. Und weißt du was? Ganz ohne dich. Lass sie los! Schön ruhig, Dumbo. Vorsicht mit der Waffe. Ein Querschläger und der ganze Laden fliegt in die Luft. Ganz recht.
Er lügt, Josh. Glaub ihm kein Wort. Tu es nicht, Josh. Er meint's ernst. Meine Emma gegen den Ring. Lass mal sehen. Aha, ein schönes Stück. Gut. Wirklich? Gute Arbeit, Amigo. Lass die Waffe fallen. Fallen lassen, habe ich gesagt. Halt endlich deine Klappe. Eins muss man ja zugeben, diese Typen sind wirklich eiskalt und unberechenbar. Du stehst kurz vor einer Tracht Prügel. Okay, hau mir eine rein, aber nur, wenn du das Echo verträgst. Fick dich doch ins Knie! Denkst du, sie kommen hierher zurück? Ihr Pech, wenn sie nicht zurückkommen. Das ist meine Meinung. Hey, kannst du aufstehen? Ja. Da vorne sehe ich eine scharfe Kante. Wenn wir das schaffen, könnte ich das scheiß Seil losschneiden. Auf geht's. Hey, vorsichtig, langsam. Immer geradeaus. Immer geradeaus, weiter. Okay. Langsam, langsam. Nicht so schnell. Und Vorsicht. Scheiße, halt, stopp. Du musst wieder zurückgehen, mach schon. Du musst wieder zurückgehen, habe ich gesagt, sonst brichst du mir noch den Brustkorb. Gut so, und jetzt würde ich vorschlagen, machst du deine Tanzbärnummer. Ja, beweg dich hin und her. Gut so. Jetzt schubber doch nicht so. Gleich habe ich's. Gleich geschafft. Ja. Lass sie in Ruhe. Halt die Schnauze, du Schlampe, sonst bist du die Nächste. Gefällt dir das? Gefällt dir das? Ich bring dich um, du Wichser. Verlass dich drauf. Scheiße, die wollen abhauen. Bewegt eure faulen Arsche. Was gefällt dir? Nicht schlecht. Wo hast du denn sowas gelernt? Sag mal. Ich hatte schon immer den Verdacht, dass sie Roy umgelegt haben. Und als sie es vorhin zugegeben haben, konnte ich nicht länger zusehen. Also, ich bin zwar vieles, aber ich bin kein verdammter Mörder. Wir müssen so schnell wie es geht verschwinden. Kommt schon, kommt schon. Wollen? Wir waren gerade auf dem Weg zu euch, ihr Freaks. Ey, wen nennst du hier einen Freak? Wo ist mein Ring, du kleine Bitch? Was soll denn das? Was geht, Dicker? Kommst du hier auf ein Meeting? Nein. Ist auch besser so. Also, wo ist mein Schild? Frag doch Arschgesicht. Arschgesicht? Welcher Wichser heißt hier Arschgesicht? Ich bin Arschgesicht. Shit. Tyrone hat nicht gelogen. Verdammt! Der hat ja wirklich ein Gesicht wie ein Arsch. Wo ist mein Ring, Motherfucker? Du hast mein Schild. Jerome. Der kleine Stricher denkt wohl, wir sind bescheuert. Wir reißen ihm den Arsch auf, Jerome. Tyrone, Chirone, wie war das? Ich heiße Jerome, Motherfucker. Und ich reiß dir gleich den Kopf ab. Bist du okay? Ja. Ich verliere zwar einen Haufen Blut, aber ansonsten geht's mir gut. Du wartest hier und ich guck mal, wo wir hier rauskommen. Okay. Ja. Oh, so ein verflixtes Dreckschwein. Hilfe! Ach du Scheiße, was soll ich denn jetzt machen? Zieh mich hoch, sonst fall ich runter! Würde ich ja gern, aber dann ziehst du mich bestimmt mit runter. Hilf mir doch hoch, verflucht nochmal! Na gut, warte hier. Beeil dich! Schmeiß den Wagen an, wir hauen ab. Wo fahren wir hin? Nach Lexington. Wir verlassen die Stadt. Was ist mit den anderen? Scheiß drauf. Versuch dich irgendwie hochzuwuchten. Versuche ich ja. Du fällst, gibt's eine ganz schöne Sauerei. Darüber kann ich jetzt wirklich nicht lachen, Sammy. Das Ding bricht jede Sekunde zusammen. Das ist durchaus möglich. Was?
Ich sagte, es wäre durchaus möglich. Weiter! Zieh mich hoch! Ich will hier nicht verrecken! Entspann dich, das wird nicht passieren! Komm schon! Weiter! Zieh dich hoch! Na los! Was ist jetzt? Wartet, Moment! Ich dachte, du wüsstest, wie wir hier rauskommen, Alter! Im Dunkeln ist das wirklich nicht so einfach. Okay, hört zu. Ich weiß, dass es hier irgendwo einen Hinterausgang geben muss. Den versuche ich zu finden. Dann geh. Ihr wartet hier. Okay? Na, geh schon. Und was machen wir mit den beiden Jungs? Um was zu machen, müssen wir sie erst mal finden. Ach, die sind doch süß, oder? Wenn ich den Kleinen sehe, denke ich an einen süßen Cockerspaniel, den meine Großmutter hatte. Und der Dicke sieht aus wie ein Bernardiner. Weißt du, das sind die Hunde, die Lawinenopfer werden. Stella, krieg dich wieder ein, okay? Ja, mach ich. Sekunde noch. Scheiße. Du, hierher. So ist es gut. Denk erst gar nicht daran, Dumbo. Komm schon, so wie gedacht, die Schnauze auf. Das gefällt dir, habe ich recht? So, hä? Los, fessel ihn. Scheiß Gefühl. Wenn du sie noch tiefer reinsteckst, quietscht er wie ein Schwein. Mac, schnapp dir das Seil. Der Dicke muss auch dran glauben. Entschuldigung, wenn das Ding, das da unten liegt, abgebrannt ist, gibt es dann sowas wie eine Explosion? Was? Ja. Scheiße! Verdammte Mexikaner! Schön sitzen bleiben. Mach es dir nicht noch schwerer, Dumbo! Dein Freund hat eine Stange Dynamit in der Fresse. Denk doch auch mal an ihn! Da bist du. Dachtest du wirklich, du könntest dich verstecken, du fetter Sack? Froh, dass das Ding nicht losgegangen ist. Oh, danke für dein Mitgefühl. Oh. Kann ich sonst noch was für dich tun? Weißt du, es gibt manchmal Dinge, die muss ein Mann ganz allein erledigen. Wo steckt Arschgesicht? Wieso ausgerechnet ich? Mach du es doch! Hier, zünd sie an. Wieso ausgerechnet ich? Der Kerl kann hier jeden Moment wieder auftauchen, also los, zünd sie an. Mach's doch selber. Na gut, wenn du solche Probleme damit hast, mich hat er jedenfalls nicht Dumbo genannt. Ja, aber mir hat er nichts in die Schnauze gesteckt, also mach schon, tu es. Na, dann werde ich mal. Nein, ich kann das nicht, ich bin kein Mörder. Aber ich oder was?
Ja, das bist du, Josh. Immerhin hast du Tyrone getötet. Und jetzt hast du die Chance, einen Partner umzubringen und uns alle hier rauszuholen. Irgendwann bringe ich dich auch um. Deal, macht schon. Schwing dich rüber, ich komm nach. Auf gar keinen Fall, Sammy, das reicht. Sollen wir vielleicht hier verrecken? Also los! Ich kann nicht. Du zuerst, Sammy, ich folge dir. Ich kenn dich, Alter, du verarschst mich doch. Ich komm nach, ich verspreche es. Bei Yama? Aha, gut. Ja, los! Das schaffst du schon, Sammy. Du schaffst es. Nur Mut, Josh. Komm schon! Ich kann nicht! Haut ab, Leute! Josh, sieh mich an! Du willst doch hier nicht verrecken! Also schwing deinen Arsch hier rüber! Sofort! Los, trau dich! Trau dich, Josh! Komm schon! Komm rüber! Na los! Versprochen, Josh! Wir werden dich aufbauen! Komm rüber, Baby! Ich kann nicht! Verschwindet doch endlich! Verschwindet doch! Josh, du schaffst das! Spring doch! Josh, ich hab dich vorhin angelungen! Ich liebe dich, Baby! Bitte, bitte komm rüber! Sei stark, amigo! Das war echt verflucht knapp. Das war's wirklich, Alter. Hast du wirklich gut gemacht, Alter. Passiert. Ihr habt mein Versace in Arsch gemacht. Fick die Scheiße. Wo ist mein verschissener Ring? Hier. Entschuldigung, dass es so viel Chaos gab. Tut uns leid. Jetzt gib mir endlich mal einen Scheiß. Hey, Baby. Mami hat dich so vermisst. Hey, zwing mich nicht, dir auf den Kopf zu kotzen. Sprich nicht so mit meinem Ring. So, wir müssen jetzt los. Ja, wir sehen uns. Nur noch, Tag noch, Jungs. Ich wollte nur noch sagen, das mit Tyrone tut uns wirklich sehr leid. Es war ein Unfall. Tyrone, wer? Ich hoffe, dass wir uns irgendwann mal wiedersehen, Mann. Ja, das hoffe ich auch. Kannst mich ja mal besuchen, mein Alter. Dann trinken wir ein paar Bier und rauchen ein paar Joints. Na ja, das Übliche. Kann durchaus passieren. Wenn nicht. Und vergiss eins nicht, ja? Bleib immer du selbst. Ja. Ladies und Gentlemen, jetzt geht's los. Friede sei mit euch. Bis dann. Danke. Alles Gute. Na, mein kleiner Cocker? Danke nochmal, Stella. Du bist echt fantastisch. Halt die Klappe, Samuel. Du weißt doch, du bist mein Held. Ach, das sagst du doch nur so. Ich hab doch eigentlich gar nichts gemacht. Doch, das hast du. Das hast du wirklich. Ich werde dich vermissen. Ich dich wohl auch. Willst du es dir nicht doch nochmal überlegen, Emmerlein? Bist du sicher? Ich meine, du könntest bei mir wohnen so lange. Ich habe hier noch so viel zu erledigen. Bitte, glaub mir, du wirst es nicht bereuen. Kann ich. Kannst du wohl. Was hält dich hier denn noch? Halt die Klappe, ich hab hier mein Leben. Was für ein Leben? Oh, das weißt du ganz genau, Stella. Geh schon. Bitte. Geht echt nicht. Aber ruf mich mal an, ja? Auf jeden Fall. Josh, heute noch, amigo. Ich liebe dich, du weißt es. You take me for the
Geh schon. Geh. Geh. Hast du aber Zeit Fang gelassen. Du nicht auch noch an, Baby. Ehrlich nicht. Ehrlich. Yo, Vanilla. Was wird Jester wohl darüber denken? Wer? Na, Jester, die Kleine, die bei dir wohnt. Ihr solltet sie mal sehen. Die ist total in unser Dickerchen verschossen. Jester, wer ist denn Jester? Na, deine Schwester, du Penner. Okay, du Penner. Au, 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 au. Weißt doch, du kannst über meine Familie sagen, was du willst, aber nimm mich nie wieder Vanilla Eis, du Ganze. Mary. Hey, Weed! Beweg dein dünnes Arschlein hierher! Money low.
so dope. Diving still, anything to pay the bills. Can't expose you, wasn't sure, cause you forgot to keep it real. I came back, back to the back. Spirituality is what you lack. Now you can feel his presence, cause you didn't count your blessings. Now we're going to you all alone. Told your mama that you was grown. Took one to the neck and three to the chest. From front like you Al Capone. Now you go. But with your homies die for you. Crazy Bone wurde noch am selben Tag entlassen. Daraufhin schwängerte er Aphrone, die Mutter von Tyrone.